Samstag, 1. November 2014, ein ganz besonderes Datum, denn heute sind es 265 Halbmarathone, die der Hoffnungsläufer Harry Ohlig und das Giganeke-Projekt absolviert haben werden. Ich bin da kurz vor dem Start und ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Unterstützer, die also heute auch irgendwie im Unterbewusstsein den Weg auf die Insel geschafft haben. Es ist einmal der Thomas Graf, der jetzt hier die Aufnahme für euch hier aufnimmt, und natürlich der Manuel Hermann von Lichtbild 13. Beide, schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr es hier auf dem Video hören könnt. Es waren gerade hier Glockengeläute und ich schaue mal rüber, was man hier wirklich unschwer erkennen kann. Eine Autokolonne vor dem St. Georg, vor dem Kloster. Heute eine große Andacht zu Allerheiligen, aber das nur so am Rand. Die Wetterlage heute, wie die letzten Tage auch, keine Sonnenschein. Das ist das große Manko hier auf der Insel, dass sich die Sonne leider hier nicht so oft durchsetzt. Dafür ist es sehr diesig, es ist sehr neblig, aber was macht ja nichts. Nass, kalt, kein Problem, richtige Kleidung und gleich geht's los auf die nächsten zwei Runden. Wie gesagt, dann ist der große Countdown noch 100 Halbmarathone bis zum 10. Februar 2015. Die werden wir also auch noch garantiert bewältigen können. Was natürlich noch zu erwähnen ist, und das war etwas ganz Besonderes. Wir haben denn bereits über 5500 Kilometer absolviert. Und das, kleine Randerscheinung, bedeutet, ich habe einmal Deutschland umrundet. Es sind exakt 5500 Kilometer. Das ist eine kleine Randnotiz für für andere Statistiker unter euch. Ja, die ambulante Kinderhospizarbeit. Dafür laufe ich. Dafür steht das Giganeke-Projekt. Die steht im Fokus, im Mittelpunkt. Bitte Leute, nicht vergessen, ambulante Kinderhospizarbeit in Deutschland, ganz wichtig. Und wie es 2015 weitergehen wird mit Giganeke, das werden wir euch im Laufe der nächsten Wochen hier berichten. Aber lasst euch eins gesagt sein, wenn der Gesundheitszustand weiterhin so beibeläuft, werden wir weitermachen bis zum Ende und darüber hinaus. So viel können wir unser Versprechen schon einhalten. Das war für euch am heutigen Tage. Der Hoffnungsläufer Harry Ohlig von der Insel Reichenau zu seinem 265. Halbmarathon. Ich sage Dankeschön an euch hier draußen, alle Unterstützer, Unterstützerinnen, die das immer an unserer Seite sind. Bleibt auch weiter an unserer Seite. Wir brauchen euch, wir bedanken uns bei euch und sagen für heute Tschüss. Das war für euch Harry Ohlig und läuft.